Damit begrüße ich dich heute zu diesem Video mal hinter der Kamera aus meinem Lego-Lager. Du siehst hier auch vor mir schon direkt einen Teil meiner Sammlung, bestimmt auch das eine oder andere Set, das bereits in dem ein oder anderen Video von mir aufgetaucht ist. Und heute möchte ich dir einfach mal hinter diesem, ja, hinter dieser schönen Kulisse dieser Sets erklären, wie ich die ganze Lego-Lagerung handhabe, was sich aus meiner Sicht jetzt bewährt hat in den letzten 3 Jahren und ja, einfach generell dir so ein paar Tipps mitgeben. Und ich freue mich natürlich auch über regen Austausch in den Kommentaren, dass wir eben alle dann voneinander lernen und unsere Lego-Lagerung noch optimaler wird. Bei mir ist es so, man hat es bereits im Intro gesehen, ich befinde mich hier im Keller, das heißt unter mir lag letztendlich der Grund und oben drüber eine gedämmte Decke. Das hat den Punkt, dass quasi dieser Raum hier logischerweise etwas feuchter ist als ein anderer Wohnraum zum Beispiel. Dementsprechend ist das Erste, auf das ich eingehen möchte, die Luftfeuchtigkeit und in dem Zusammenhang auch die Temperatur. Bei mir ist es so, wie gesagt, ich bin im Keller, dementsprechend habe ich mir so einen tollen Luftentfeuchter von Comfy geholt. Ich packe auch alles in die Beschreibung als Links zu Amazon. Das Gerät hat den tollen Vorteil oder das Feature, dass eben die Luftfeuchtigkeit gemessen wird und man eben einstellen kann, welche Luftfeuchtigkeit man denn gerne hätte und dann das Gerät automatisch, wenn die eben unterschritten wird, angeht, solange die Luft entfeuchtet und in dem Tank hier unten, da sieht man so eine kleine Tankanzeige da unten, wird das aus der Luft entfernt oder quasi die Feuchtigkeit rausgenommen. Dann kann man diesen Tank leeren, je nachdem wie viel Luft natürlich entfeuchtet wurde oder entfeuchtet werden musste und dann das Gerät laufen lassen. Das ist ein etwas teureres Modell. Ich glaube, das hat damals über 250 Euro gekostet. Ich kann mal schauen, ob dieses oder ein Nachfolgemodell noch verfügbar ist. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass es über eine App gesteuert werden kann. Es gibt, wie man auch hier schon sieht, mehrere Modi. Fangen mal links an. Also das Ganze ist natürlich auch über Funk steuerbar. Das heißt, man kann dann eine App anschließen, kann es mit WLAN verbinden und hat dann dadurch natürlich auch die Funktion, das von der Ferne aus zu regulieren. Das heißt, wenn es zum Beispiel anfängt zu regnen, kann man das Gerät höher stellen und so weiter. Man hat eine Timer-Funktion, man kann natürlich die Stärke einstellen. Bei mir ist es so, ich habe es auf die höchste Stufe, weil wenn die Feuchtigkeit unterschritten wird, soll sie so schnell wie möglich auch raus. Dann kann man hier über die Plusse einstellen, welchen Wert man gerne hätte. Bei mir ist, glaube ich, irgendwas um die 45 eingestellt. Das heißt, der Wert pendelt immer so zwischen 40 und 50. Ist er eben unterschritten, geht das Gerät aus, so wie jetzt. Wird die 45 überschritten, beginnt er eben die Luft zu entfeuchten, bis er wieder drunter ist. Und dann geht das Spiel von vorne los. Und über den Mode kann man dann hier an dem Gerät auch noch einstellen, dass man sagt, okay, ich möchte zum Beispiel einen sogenannten Trier-Mode einstellen. Das heißt, es soll ganz schnell die Luft entfeuchten. Das hatte ich am Anfang, als das Gerät mir angeschafft hatte und irgendwie 70-80% Luftfeuchtigkeit hatte, dass ich da erstmal auf die 40 runterkomme, weil eben sehr, sehr viel Feuchtigkeit bereits in der Luft war. Jetzt ist es so, dass Türen und Fenster eben sehr verschlossen sind, dementsprechend der Wert nicht mehr so stark steigt. Deswegen reicht der SMD, also der Smart-Mode ist das, den ich bereits eben angesprochen habe, dass es eben dann dass man quasi den Wert vorgibt und um diesen Wert wird dann quasi gependelt. Und kontinuierlich gibt es auch noch, dann würde das Ding quasi die ganze Zeit auf einer festen Stufe laufen. Genau, also da gibt es verschiedene Modelle, ich bin mit dem sehr zufrieden. Der entscheidende Punkt ist halt bei diesen Geräten, dass man, wenn man im Keller ist oder auch in normalen Räumen, wo vielleicht Luftfeuchtigkeit etwas höher ist, damit seine Lego-Sets langfristig schützt. Das Ganze habe ich zum Beispiel jetzt über so eine Smart-Steckdose auch noch angeschlossen. Verlinke ich auch mal und bin ich sehr zufrieden. Von GoSund, glaube ich, heißt die Marke. Kann aber auch maximal falsch ausgesprochen sein. Das Ganze könnte ich dann theoretisch auch über eine Alexa oder so fernsteuern, beziehungsweise eben auch wieder über eine App. Das heißt, ich könnte das Gerät hier auch komplett ausschalten und dann Strom sparen, wenn ich es nicht brauche. Und dementsprechend kann ich so auch dann genau sagen, wie viel Strom ich verbrauche. Und das Ganze kann man dann eben dann auch für die Steuererklärung bestimmt nutzen, um hier eine Dokumentation zu haben und weiß dann genau, wie viel Kilowattstunden Strom hat denn das Gerät hier verbraucht. Anfangs war es bei mir tatsächlich relativ teuer. Da habe ich, glaube ich, 20 oder 30 Euro bezahlt im ersten Monat. Lag aber daran, dass ich hier über 70% Luftfeuchtigkeit hatte und ich peile einen Wert von unter 50 an. Das muss natürlich erstmal runter. Mittlerweile bin ich eingependelt auf 2-3 Euro, weil einfach die Tür verschlossen bleibt, die Fenster verschlossen sind und so nur sehr wenig Frischluft sozusagen hier reinkommt in den Raum, also wirklich feuchte Luft, das heißt dementsprechend das Gerät auch weniger arbeiten muss. Aber das hängt natürlich wieder vom eigenen Raum, von der Größe ab, von der Feuchtigkeit, die vielleicht über Wände oder offene Türen hier reingelangt. Wenn man natürlich öfter im Raum ist und natürlich mehr neue Luft sozusagen hier reintransportiert, dann kann das natürlich langfristig auch dazu führen, dass das Gerät mehr arbeiten muss. Aber es macht dann langfristig Sinn, vor allem wenn man dann eben ein relativ großes Lager hat. Hinter mir und rechts von mir sind nämlich auch noch ganz viele Lego-Lagerwände. Zum Beispiel hier sind noch Sets eingelagert, aber auch da hinten sind noch Lego-Sets eingelagert. Und dann macht das natürlich langfristig Sinn, auch dafür zu sorgen, dass die Sets eben nicht durch die Feuchtigkeit die Kartons beschädigt werden oder die Siegel vielleicht abgehen, weil die natürlich teilweise auch geklebt sind. Dementsprechend erster Punkt, Luftfeuchtigkeit sollte man beachten, sollte man regulieren. Ich pendle ich auf 50%, ich sage mal so 60% wird kurzfristig auch kein Problem sein, aber alles drüber schadet langfristig den Sets.
In dem Zusammenhang ist auch die Temperatur interessant, denn je stärker die Temperatur schwankt, desto stärker verziehen sich Kartons, desto eher gehen Siegel kaputt. Dementsprechend ist jetzt hier der Vorteil, ich bin im Keller, das heißt, im Sommer wird es hier nicht extrem warm und im Winter kann es aber mal sein, dass die Temperatur etwas stärker fällt. Hier ist aber der Vorteil, dass zum Beispiel im Nebenraum auch eine Heizung ist und so weiter. Das heißt, hier ist die Temperatur nie unter 15 Grad und auch nie weit über 20. Das heißt, ich habe hier eine sehr konstante Temperatur. Das sollte man sich natürlich dann auch überlegen. Das heißt, die Sets am besten dann nicht irgendwo bei 30 Grad bei extremer Sonneneinstrahlung vielleicht unter einem Dachfenster lagern. Und da kommen wir dann nämlich auch zum nächsten Punkt, denn es ist natürlich auch interessant, wie es mit der UV-Strahlung aussieht. Ich habe den Vorteil, dass die Fenster hier verschlossen sind und abgehängt sind. Das heißt, da kommt keine UV-Strahlung rein. Das heißt, die Kartons können nicht durch das Sonnenlicht verblassen, ausbleichen und sich verfärben. Das wäre natürlich für einen Sammler auch sehr, sehr suboptimal, wenn der plötzlich einen, hier zum Beispiel grünen Karton dann bestellt und dann plötzlich irgendwo, ja, so, das kennt man, wenn man zum Beispiel Papier oder eine Zeitung in der Sonne liegen lässt, dann so ein bisschen ausbleicht. Ähnliche Sache ist ja auch bei Thermopapier mit Kassenzetteln zum Beispiel, wenn die unter der starken Sonneneinstrahlung sind, dann verändert sich das Papier leider auch. Das heißt, das ist jetzt der dritte Punkt nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur, auch dafür zu sorgen, dass keine UV-Strahlung an dieses Set kommt. Dann ein weiterer Punkt ist die Art der Lagerung. Man sieht hier schon ein bisschen, ich gehe mal hier runter, das sind große Sets, also Sets mit einer Höhe von, ja, das Regal sollte irgendwas knapp unter 60 cm Höhe haben. Hier lagere ich die Sets auf der längsten und dünnsten Seite, das heißt, die werden quasi hochkant hier so reingestellt. Ich glaube, das erkennt man ganz gut an dem Baumhaus-Set. Und genauso auch die Buchhaltung oder hinten Technik-Sets. Teilweise werden die hier so in Umkartons von Lego geliefert, je nachdem bei welchem Händler man in welchen Mengen bestellt. Die lasse ich dann meist drin, weil es einfach nochmal ein doppelter Schutz. Man muss aber natürlich schauen, dass es auch hier reinpasst ins Regal. Hier komme ich auch schon zum nächsten Aspekt. Da habe ich mal zwei Regale ja verlinkt. Ich habe hier rechts kleine Regale, das müssten glaube ich 90er und das 1,20 Meter Regale sein. Aber ich verlinke sie ja und das heißt, man kann da nachschauen. Hier sind 60 tief und die sind irgendwie 45 tief. Ich bin von denen umgestiegen, die hatte ich vorher bei Atom, die reichen fürs normale Reselling. Also wenn man da irgendwie, da hinten sieht man ein paar Produkte von Fire TV und so weiter. Wenn man die da drin lagert, alles fein, das ist kein Problem. Sobald man aber sehr viele schwere Sets hat, die teilweise auch sehr lang sind, würden die hier rausschauen. Das sieht man an den Kisten, die sind 60 tief, die gucken raus. Das sollte man natürlich vermeiden, weil dann entstehen natürlich Schäden an den Lego-Sets, wenn die natürlich rausragen. Das gleiche ist natürlich auch, ich habe natürlich verschiedene Höhen gewählt. Das heißt, ich habe geschaut, welche Sets möchte ich einlagern, von welcher Höhe und habe dementsprechend die Böden so eingestellt, dass ich die meisten Sets eben dann in so einer Etage lagern kann, um einfach den Platz auch sehr effizient zu nutzen. Und manchmal ist es auch so, dass ich noch große Sets hier in diesen Kisten dann eingelagert habe, wenn die natürlich so geliefert wurden und das ein stabiler Karton war, in dem ich es dann auch lagern kann. Auch hier darauf achten, wieder die Sets nicht so flach hinzulegen und vor allem aufeinander, das macht natürlich einen Schaden. Auch so, denke ich mal, logische Sachen. Also wenn ihr jetzt so eine Achterbahn habt, dann legt die Achterbahn nicht auf eine Buchhandlung oben drauf. Meiner Meinung nach macht das Sinn. Ich sage es trotzdem nochmal dazu. Darauf achten. So kleine Sets kann man hier zum Beispiel auch in diesem kleinen Regal lagern. Das ist kein Problem. Vor allem, wenn man die Sets, also die meisten, die hier sind, werden relativ schnell bei mir abverkauft. Das sind also sozusagen, das ist ein durchlaufender Posten. Dann kann man die auch mal so lagern oder mal noch in so einem Zwischenkarton. Das ist kein Problem, das kann man so machen. Ich empfehle, wie gesagt, wenn man es langfristig einlagert, das Ganze eben sich vorher zu überlegen, wo lagere ich es, wie mache ich es mit Feuchtigkeit, Temperatur und UV-Strahlung und welches Regal mit welchen Tiefen und Maßen nehme ich, damit ich die Sets, die ich persönlich einlagern möchte, auch unterbringen kann. Mir ist jetzt so, dass hier an die Wand wahrscheinlich demnächst das nächste Regal von denen kommt für die Sets aus dem Jahr 22. Genau. Und jetzt habe ich nochmal ein paar Kleinigkeiten hier vorbereitet, die auch noch immer ganz nützlich sein können, so Add-on-Tipps. Einmal sollte Silikatgelbeutel, ich habe da mal 200, 300 Stück oder so bestellt und habe die in der 10er-Packung wieder einverschweißt. Und wenn ich dann solche Lego-Kartons einlagere, vor allem wenn ich die auch mal außerhalb des Raums hier zwischenlagere, dann mache ich diese Silikatgel-Packungen auf und schmeiße 2, 3 von denen da rein, dass einfach, wenn dann Feuchtigkeit da drin wäre in den Kartons, dass die auf jeden Fall ja von den Silikatgelbeutel eingesaugt wird und dann kann man die entsorgen. Manche kann man auch, glaube ich, irgendwie im Backofen nochmal angeblich reusable machen. Ich würde das jetzt nicht probieren, die kosten nicht viel, dann tauscht man es einfach aus. Eine Sache, ich bin sehr faul, ich will nicht dauernd runterlaufen. Bevor ich dieses Gerät hatte, hatte ich ein sehr cooles Gerät, und zwar ist es hier so ein Terminal. Das zeigt, hier unten hat es 3 Sensoren, die sehen so aus, das heißt, es gibt 3 von diesen Sensoren, die kann man auch an der Wand befestigen und die melden im Abstand, ich glaube, von 5 Minuten an dieses Hauptgerät sozusagen die Temperatur, also einmal das Hauptgerät hat eigene Temperatur und Luftfeuchtigkeit und diese 3 Sensoren. Das hier ist jetzt
Sensor 1. Das heißt, wir sind gerade hier bei mir. Gut, der Sensor ist jetzt, bin ich ehrlich, ist der Wert nicht richtig. Ich habe den Sensor nämlich gerade von woanders mitgenommen. Dementsprechend ist das noch nicht der aktuelle Wert. Aber Sensor 2 liegt hier im Raum und Sensor 3 liegt in einem anderen Lager. Das heißt, dort habe ich diese knapp 50% und der Sensor wird sich dann in den nächsten 5 Minuten wahrscheinlich synchronisieren und dann auch den richtigen Wert anzeigen. Das Ganze ist nicht ganz genau, das schwankt so teilweise um plus minus 5%, aber es als Richtwert sehr gut, einfach um ja, im Blick zu behalten, welche Luftfeuchtigkeit man hat und wenn es sehr stark, also wenn da plötzlich eine 70 oder so steht, dann weiß man, oh, okay, vielleicht ist da irgendwas in dem Raum, da muss ich vielleicht mal gegenchecken, vielleicht muss ich diesen Comfy nochmal anstellen und so weiter, einfach als, ja, sozusagen zweiter Schutz nochmal. Eben auch mit dem Punkt, dass es Funk ist. Das heißt, das kann man sich dann irgendwie an den Schreibtisch stellen und wenn das dann im Lager, im Keller oder so steht, weiß man halt immer, welche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit man hat. Und ja, wie ich gesagt habe, genau, man sind hier nie über 20 Grad hier in diesem Keller. Dementsprechend passt es. Und ja, genau. Also ist für mich auch ein super Gadget und das kostet jetzt auch nicht die Welt. Verlinke ich auch mal unten. Ja, genau. Also, das waren jetzt so die Sachen. Ich fasse es gerne nochmal zusammen. Ich kann da auch nochmal in einem Beitrag ein paar Worte zu verlieren und da auch mal noch alles verlinken. Erstens, es ist wichtig, auf die Luftfeuchtigkeit zu achten. Diese sollte am besten irgendwo bei 50% plus minus liegen. Weniger ist natürlich besser. Muss man überlegen, wie das mit den Kosten ausschaut. Denn wenn man diesen Luftentfeuchter länger laufen lässt, mehr Strom, gleich höhere Kosten. Und Lagerung ist nun mal bei Lego ein sehr großer Punkt. Das zweite, die Temperatur. Man sollte hier keine starken Temperaturschwankungen von irgendwie 20 Grad innerhalb eines Jahres haben. Das ist schlecht für Siegel und einfach den Zustand der Kartons. Sollte man einfach drauf achten. Auch UV-Strahlung aufsetzen direkt sollte man also wirklich vermeiden. Jetzt so Kellerlicht ist jetzt kein Problem, aber wirklich direkte Sonneneinstrahlung sollte man vermeiden. Bei der Lagerung sollte man bei den Lagerregalen darauf achten, dass sie stabil sind, dass sie groß genug sind, dass die Sets auch wirklich komplett reinpassen und nirgendwo überstehen und dann vielleicht beschädigt werden beim Vorbeilaufen oder ja, wenn man irgendwie umräumt und so weiter. Und man sollte auch die Regale klar an die eigenen Gegebenheiten anpassen, aber auch an die Sets. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn man jetzt hier alles mit 60er Tiefen und Höhen ausstattet, aber ganz viele Sets eingelagert hat, die Speed Champion sind. Dann würde es vielleicht mehr Sinn machen, so kleine Regale zu nehmen und dann irgendwie vielleicht zwei voreinander zu stellen. Da gibt es also verschiedene Sachen, da sollte man dann vorher sich Gedanken machen, was möchte man einlagern und welche Größen haben die Sets und dementsprechend auch welches Regal macht Sinn. Und darüber hinaus sind kleine Gadgets, vor allem ein Hygrometer, ob jetzt Funk oder wenn man hier sich so einen analogen reinstellt und dann einfach vergleicht, ist kein Problem. Wie gesagt, teure Luftentfeuchter haben meist auch eine App, wo man das auslesen kann. Das ist dann nur noch ein Zusatzfeature. Und auch für Innenkartons macht es Sinn, vor allem auch mit solchen Silikatgelbeuteln zu arbeiten, um einfach einen erhöhten Schutz, vor allem für teure Sets zu bieten. Da zeige ich euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel, hier seht ihr einige Setnummern drauf. Ich denke, das ein oder andere Set kennt ihr. Die sind hier abgeschlossen, teilweise oben, also noch original zu. Die wurden so eingelagert, wurden nie aufgemacht von mir, da unten die Setnummer drauf. Und da habe ich dann am Anfang quasi Silikatgel reingelegt, so zwei, drei kleine Beutel, dass hier drin sozusagen die Luft so ein bisschen eingeschlossen ist und da auf jeden Fall dann keine Feuchtigkeit irgendwie drin ist. Ist vielleicht ein bisschen paranoid, aber ich bin damit sehr gut gefahren. Besonders teure Sets teilweise habe ich auch noch so eingepackt oder manchmal wurden die auch so geliefert. Das habe ich teilweise bei Amazon erlebt, dass mal Sets vor allem hier bei den Helmen, da habe ich einige, ein paar sind auch schon verkauft, seht ihr, die fehlen. Aber vor allem auch die aktuellen Helme, die dann dieses Jahr wahrscheinlich gehen oder nächstes Jahr, die sind teilweise so verpackt schon geliefert worden, was super ist. Ich würde es jetzt nur bei extrem teuren Sets machen oder sie in so einen festen Umkarton packen. Genau, das waren so alle meine Features. Hier seht ihr nochmal alle Sets, die ja, ich würde sagen, jetzt im letzten Jahr und diesem Jahr EOL gegangen sind und EOL gehen werden, meiner Ansicht nach. Wirklich sehr viele schöne Sets. Ich finde es auch echt toll, wenn man in den Keller geht und all die Sets sieht. Ich glaube, da geht es mir als Sammler oder in dem Fall auch Investor, wie vielen anderen da draußen, das ist halt einfach eine schöne Sache, wenn man seine Sets da sieht. Und dann dementsprechend vor allem auch für den Schutz dann sorgt, indem man auf Luftfeuchtigkeit, Temperatur und alle anderen Faktoren achtet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir ein Feedback in den Kommentaren zu lesen. Vor allem auch, wie du das mit der Lagerung machst, ob du was Neues mitnehmen konntest oder ob du vielleicht Tipps für die anderen Investoren und Reseller hast. Wie gesagt, das war jetzt primär an Investoren gerichtet. Wenn du Reseller bist und die Sets in ein, zwei Monaten flippst, dann werden die nicht sofort kaputt gehen, wenn die Feuchtigkeit etwas höher ist. Aber es macht doch Sinn, wenn man das langfristig angehen möchte, hier auf jeden Fall für eine angemessene Lagerung zu sorgen. Genau, das war ein weiterer Teil der LEGO Investment 2022 Serie. Wer das letzte Video verpasst hat, das verlinke ich dir jetzt hier und auch meinen Kanal. In dem letzten Video ging es um drei interessante Sets, die dieses Jahr vom Markt gehen und davon sind auch tatsächlich zwei aktuell in diesem Bild zu sehen.
Und ja, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen und natürlich ein Abo und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann nächste Woche, Sonntag um 10 Uhr, zu einem weiteren Video. Bis dahin, auf Wiedersehen.